am Morgen früh, wenn die Sonne noch so aufgeht, dann ist es mega schön vom Licht her und so. Und es ist auch noch mega flach, weil wenn es Wellen hat, dann ist es nicht mega cool zum so fahren. Wenn, also es ist einfach nicht so angenehm. Und dann ist es cool, wenn es noch flach ist. Und, aber es sollte schon ein bisschen warm sein, weil es ist nicht so angenehm. Ich habe mich schon ein bisschen überwindig, so richtig früh aufzustehen und dann aufs Wasser gehen, aber es lohnt sich eigentlich schon immer. Ich verbringe einfach sehr viel Zeit auf dem Wasser und auf dem Riff. Und dann auf dem Wasser ist, ich finde, so Sonnenaufgänge und so sind einfach schon schön. Ich meine, immer wo wir trainieren, ist eigentlich Wasser. Und da ist perfekt, wenn wir nach dem Training ins Wasser springen, sich abkühlen, wenn es heiß ist. Der Rhein ist zu mir gekommen. Nein, ich wohne gerade am Rhein. Von dem her ist es naheliegend, so Wassersport. Und mein Vater ist auch schon Kanu gefahren. Also ich bin schon ein bisschen mit Kanufahren so aufgewachsen. Aber richtig angefangen habe ich, denke, glaube ich, erst, als ich so 12 oder so war. Ich kenne den Rhein einfach sehr gut. Das heisst, wenn wir irgendwo mit dem Schlauchboot runtergehen, ich weiß einfach genau, wo er ist, ich weiß, wo es strömig ist, ich weiß, wenn es viel, wenn es wenig Wasser hat. Ob ich jetzt einen anderen Bezug zu der Natur habe, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, viele haben einen guten Bezug zu der Natur, weil wir auch alle am Rhein wohnen und schwimmen und so.